Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr bei eBay Rechnungen erstellen könnt und diese direkt per Mail an eure Kunden versenden könnt. Auch stelle ich euch eine Komplettlösung vor, wie ihr schnittstellenübergreifend auf verschiedensten Marktplätzen eure Aufträge bearbeiten und verwalten könnt. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Freunde, wie angekündigt, zeige ich euch heute, wie ihr direkt bei eBay eine Rechnung generieren könnt und diese per Mail an den Kunden versenden könnt. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonniere gerne diesen Kanal, ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand und drück gerne auch die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Bevor wir uns das bei eBay anschauen, möchte ich hier die Multi-Channel-Software von Bilby vorstellen, die eine Komplettlösung für gängige Marktplätze, also die größten Marktplätze anbieten, sowie auch verschiedenste Online-Shops, dass man das zusammen verbinden kann, und zwar auch die Zahlungsdienstleister, alle gängigen, sowie auch Versanddienstleister, aber auch die Buchhaltungssoftware dafür. Wie gesagt, alles zusammen über eine zentrale Stelle könnt ihr das dann komplett steuern, alle Aufträge bearbeiten, versenden, sowie auch direkt alle Daten erfassen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne hier oben anschauen. Ansonsten könnt ihr das Ganze unverbindlich 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Also so viel dazu. So, dann schauen wir uns das Ganze mal bei eBay an. So, falls du jetzt nur über eBay verkaufen solltest, dann brauchst du natürlich nicht so eine Komplettlösung. Dann kannst du die Rechnungen ganz einfach bei eBay generieren und diese per Mail direkt an den Kunden versenden. Und ich zeige dir gleich, wie. Du hast eine E-Mail-Adresse oder ein E-Mail-Postfach angegeben, wo du benachrichtigt wirst, falls du bei eBay was verkaufst. Und diese Benachrichtigung enthält quasi schon die E-Mail-Adresse von dem Kunden, dem du die Rechnung zuschicken kannst. Diese E-Mail-Adresse ist verschlüsselt, ist ein bisschen ganz viele Zahlen und Buchstaben, aber das soll dich nicht irritieren lassen, sondern diese E-Mail-Adresse kannst du ganz normal nutzen, um da auch per PDF als Anhang an den Kunden die E-Mail oder die Rechnung zu verschicken. Über eBay direkt, über den Marktplatz eBay direkt geht das leider nicht. Man kann hier auch nicht die Rechnung irgendwie hochladen, aber man kann bei eBay die Rechnung generieren. Und wir schauen uns das Ganze an. Ich bin hier im Verkäufer Cockpit Pro. Sorry, wenn ich hier vieles unkenntlich mache. Das mache ich aus Datenschutzgründen, weil die Daten von den Kunden einfach nicht öffentlich sein dürfen. So, dann seht ihr hier eure Bestellungsübersicht und ihr seht zum Beispiel hier die erste Bestellung. Und dann könnt ihr rein theoretisch auf die Bestellnummer klicken oder ihr geht hier über den Pfeil. So, wenn ihr dann da drauf klickt, dann öffnet sich hier ein Dropdown-Menü und ihr könnt hier Rechnungen drucken und mehr anklicken. Dann öffnet sich so eine Dokumentenvorschau, wo ihr schon einzelne Daten seht zu eurer Bestellung. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, weitere Auswahlen zu treffen. Ihr habt zum Beispiel hier standardmäßig Rechnung Packzettel drin. Das ist die normale Rechnung, die ihr auch noch anpassen könnt. Das heißt, ihr könnt hier noch weitere Informationen hinzufügen oder entfernen. Um eine Rechnung wirklich auch rechtskonform zu halten, müsst ihr hier einige Sachen vielleicht auch ergänzen. Zum Beispiel könnt ihr hier auch ein Angebotsfoto hinzufügen, ihr könnt Rücknahmebedingungen hinzufügen, ihr könnt zum Beispiel auch die Rechnungsnummer, die ja auch sehr wichtig ist, um eine rechtskonforme Rechnung zu erstellen, müsst ihr hier eine Rechnungsnummer hinzufügen. Ihr könnt hier eine Umsatzsteuer-ID hinzufügen und weitere Shop-Informationen, was euch überlassen ist. Wenn ihr das Ganze dann fertig drückt, dann könnt ihr hier die Rechnungsübersicht einmal euch anschauen. Und was ihr noch machen könnt, ist zum Beispiel auch eine Rechnung für Ihre Unterlagen. Das wird er dann einfach hinzufügen. Hier Seite 2 hat er schon hinzugefügt. Ihr könnt hier ein Adressenetikett ausdrucken, so dass ihr das direkt auf ein Paket kleben könnt. Und weitere Auswahllisten. So, uns interessiert hier nur die Rechnung und dementsprechend klicken wir hier auch nur die Rechnung an. So, wenn ihr dann die Rechnung herunterladen möchtet als PDF-Datei, dann drückt ihr hier einmal auf Drucken
Und dann öffnet sich hier ein weiteres Fenster, wo ihr dann dementsprechend hier auswählen könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob da diese Auswahl auch bei euch ist. Ich könnte das beispielsweise bei mir als PDF speichern. Aber was standardmäßig von Microsoft auch angeboten wird, hier Microsoft Print to PDF. Und dann könnt ihr auf Drucken drücken und dann wird das Ganze als PDF heruntergeladen. Diese PDF, die ich euch hier auch mal einblende, damit ihr ungefähr seht, welche Informationen da enthalten sind, die ihr natürlich auch, wie ihr gesehen habt, anpassen könnt, könnt ihr direkt per Mail an den Kunden versenden. Falls ihr die Mailadresse nicht per E-Mail bekommt, dann zeige ich euch mal eben, wo ihr diese E-Mail-Adresse auch noch finden könnt. Und zwar, wenn ihr dann auf die Bestellübersicht geht, wo ihr dann die Informationen von dem Kunden seht, der bei euch bestellt hat, habt ihr hier die Möglichkeit, auf Käuferinformationen einsehen. Klickt. Dann wird hier eine E-Mail-Adresse angezeigt und genau das ist die E-Mail-Adresse, die verschlüsselt ist und die nur diesem Kunden gehört. Diese E-Mail-Adresse könnt ihr ganz normal als Empfänger nutzen und über euer normales E-Mail-System dann dementsprechend an den Kunden mit Anhang, mit der PDF versenden. Und so bekommt der Kunde dann seine Rechnung. Ihr müsst das nicht immer machen, falls ein Kunde eine Rechnung bei euch anfordert und anfragt, dann solltet ihr es tun, weil das ist auf jeden Fall sein gutes Recht, eine Rechnung zu bekommen. Eine Rechnung müsst ihr unbedingt auch immer erstellen nach jedem Verkauf. Diese speichert ihr für euch ab und schickt diese an eure Buchhaltung weiter. So viel dazu. Wie gesagt, ganz simpel und einfach, im Grunde genommen nichts Schweres dabei. Falls du, wie gesagt, dazu Fragen hast, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten freue ich mich über weitere Fragen. Falls dir dieses Video hilfreich war, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ciao.